Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die zweite Folge unseres Formates Werkstatt-Update. Da zeige ich euch einfach immer, was wir so machen, was so unser Tagesgeschäft ist. Und weil wir immer relativ außergewöhnliche Autos haben, ist das immer ganz spannend. Heute stehe ich draußen, weil wir alles heute nicht in die Werkstatt reinkriegen, aber ich zeige euch trotzdem schon mal, was da ist. Und zwar haben wir diesen außergewöhnlichen Hammer H2. Da ist ein bisschen was dran, hat einen Neukunde gebracht. Müssen wir mal durchschauen, was alles so dran ist, also quasi eine Bestandsaufnahme machen. Und dann gehen wir durch, was zu tun ist. Daneben, das ist was ganz Außergewöhnliches, das ist auf den ersten Blick ein normaler Z4, ist aber ein Harman-Umbau. Das heißt, da ist ein fetter V8 drin mit über 400 PS, der richtig Bums hat. Da müssen wir auch ein bisschen was dran machen und den müssen wir TÜV fertig machen. Dann nehme ich euch mal mit rein. Und jetzt sind wir schon drin im Warmen, das ist immer etwas angenehmer. Wir haben einen auf der Bühne, ein Plymouth Duster, 1970er Baujahr, ganz altes Schätzchen. Haben wir schon die Bremse hinten gemacht, weil der eine 1,20er Abnahme kriegt vom TÜV. Dann haben wir die Blattfedern neu gemacht, die Schäkel haben wir neu gemacht, weil die alle so Marke Eigenbau waren. Der Auspuff hängt im Moment schief hier, weil der noch dran gebaut wird. Da ist nämlich der andere, da ist der Erik nämlich gerade dran und bearbeitet den, dass der vernünftig passt. Und dann haben wir vorne noch ein bisschen. Hier Querlenker und Bremse, also da sind die Gummis, also hier sind die, ist das Gummi ausgeschlagen, hier ist es ausgeschlagen. Da oben müssen wir auch noch mal dran. Also da haben wir noch ein bisschen was zu tun. An diesem, ja eigentlich sieht er super gut aus, aber technisch gibt es etwas Verbesserungspotenzial, sagen wir es mal so. Dann gehen wir weiter. Wir haben, der ist nur verkauft, das ist ein 15er Mustang. Der wird nur gleich abgeholt, deswegen steht er hier schon fertig bereit, der hat Winterreifen drauf. Das ist auch ganz cool, die haben wir jetzt neu im Angebot. Und zwar, das ist jetzt die 17 Zoll Serienfelge mit Radkappen. Da gibt es Radkappen für. Also man sieht, die sind jetzt leider mit den Schrauben schon fest. Aber ihr seht, da ist von innen, die Felge ist immer noch silber, wie man es ursprünglich gewohnt ist. Und das ist einfach nur eine Radkappe oben drauf. Total geil. Passt auch super gut. Man könnte jetzt theoretisch noch das, den Deckel, den Namendeckel von außen drauf stecken. Dann wird man es gar nicht sehen, dass es Radkappen sind. Dann haben wir hier unseren Wrangler, der im Moment neue Felgen kriegt. Da gibt es auch ein separates Video zu den Felgen. Das ist jetzt nicht hinterher, sondern das ist so quasi mittendrin mit den 29 Zöllern. Das ist so der aktuelle Stand, was wir so zu tun haben. Beim letzten Mal habe ich euch noch ganz hinten durch in der anderen Halle den F-150 Shelby Truck gezeigt. Da gibt es im Moment nicht viel Neues, weil wir da nicht so gekommen sind, den zu machen. Der hat aber jetzt auch nicht ganz so viel Zeitdruck. Da gibt es aber demnächst wieder ein Update von. Das war's schon von unserem kurzen Werkstatt-Update Nummer 2. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, macht's gut.